Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin Mr. Katafia, let's play das Kaninchen. Und unsere Stadt wird mit den neuen Mods, nicht Mods, sondern DLCs, komplexer, definitiv komplexer. Komplexer und komplizierter. Wir haben uns ja fleißig mit den ganzen neuen öffentlichen Verkehrsmitteln beschäftigt und auch gebaut, schon fleißig. Wir bauen hier auch an unserem Raketenpark, beziehungsweise Raketenabschlussbasis. Dort haben wir ja auch ein bisschen Gewerbe drumherum gebastelt. Und hierfür müssen wir unbedingt mal einen Namen finden. Und wir haben auch schon einen. Und den habe ich komplett... Also, das ist euer Vorschlag. Und das hätte ich sehen müssen. Das hier wird definitiv die Meown Base Control. Das ist Meown Base Control. Hier, also, ne, das ist unsere Meown Base Rakete. Kann man das benennen? Ja. Meown Base Control. So, das ist Meown Base Control. Bald können wir auch schon die erste Rakete starten, zum Meown, auf dass wir dort mit Hilfe von Katzen die Menschheit retten. Ich habe keine Ahnung, was die Katze da gemacht hat in Meown Base. Aber das ist nicht alles, was passiert ist. Ich habe ja beim letzten Mal den Flughafen abgerissen und hier angefangen zu planieren. Ich war blöd, denn es gibt natürlich die Möglichkeit, die Planier- und Einheben und Erhöhen und wie auch immer Schnelligkeit zu beeinflussen, indem wir hier die Pinselstärke beeinflussen. Also je größer das ist, desto schneller geht das. Es ging dann auch recht flink und ich kann jetzt hier den Flughafen bauen. Es hat sich auch noch ein bisschen was anderes getan. Wie ihr seht, hier sind neue Straßen entstanden und noch andere Dinge. Ich habe die Chance nämlich genutzt, um etwas zu machen, was ich eh schon jetzt mit dem neuen machen wollte. Und ich dachte mir, das machen wir jetzt schnell offscreen, denn es dauerte wieder sehr lange, denn ich habe die Buslinien überarbeitet. Ja, das leidliche Thema der Buslinien. Wir haben hier, dort wo jetzt unser Konrad-Adenauer-Flughafen wieder hinkommt, eine Bushaltestelle für mehrere Buslinien. Dafür haben wir jetzt hier an der Fernstation das nicht mehr. Das ist jetzt sozusagen in das Land hineingelagert und alle Buslinien, ich kann das zeigen. Alle Buslinien, die führen jetzt dorthin. Das ist unsere momentane zentrale Umsteigestelle. Also von den Zähnchen, also nicht alle, aber ne, also das ist so ein schönes System, immer dorthin geht. Das ist das Zentrum und von dort geht alles weg. Also die Öhrchen werden zu den Augen. Das erinnert mich gerade an Monkey Island. Der Fußknochen ist verbunden mit dem Beckenknochen, der Beckenknochen ist verbunden mit dem Kopfknochen. Egal, das Öhrchen ist verbunden mit dem Auge, die Augen sind verbunden mit den Zähnchen und die Zähnchen sind verbunden mit dieser Haltestelle. Hier beim Großkaninchen ist jetzt auch, also das Köpfchen ist verbunden mit dem Körper und der Körper ist verbunden mit der zentralen Stelle. Soweit so normal. Jetzt wird's anders. Was ist passiert? Hier sind die drei Einzellinien verschwunden. Ich hatte ja für die Region Bella, fürs Kaninchen und für den Innenhof jeweils eine eigene kleine Buslinie, die bedingt benutzt wurde. Das ist jetzt eine Buslinie. Wie ihr das seht, hier, warte mal, wenn ich da drauf gehe, seht ihr das? Ja, jetzt blinkt es fleißig. Das ist jetzt eine Buslinie, die Kaninchenlinie, und die ist ebenfalls mit diesem Busdepot verbunden. Hier bei den unteren... Hier beim Rawasaki-Park, beim Erdbeerhausen und dem Parkviertel, was noch keinen Namen hat, ne, falls ihr noch eine gute Idee für einen Industrieviertelnamen habt, ist jetzt auch alles verschwunden und das ist jetzt eine Buslinie, die mit diesem Depot verbunden ist und mit dem zentralen Depot. Warum ist hier ein Depot? Ganz einfach, alle vier Community-Herzen haben keine extra Anbindung hier oben. Das wäre zu abstrakt gewesen und zu viel, weil die Strecke gerade von dem hier hinten dann so blöd wäre. Aber diese ganzen vier sind über dieses Busdepot jetzt miteinander verbunden, sodass alle Leute hier umsteigen können. Dieses ist verbunden mit dem unteren Teil und alle sind ja dann damit verbunden. Also, ne, die Leute können hier umsteigen, fahren dann zu dieser Bushaltestelle und können dann zu den Community-Herzen fahren. Trend ist immer noch abseits. Ne, das hat ja immer noch ihre Elite, ihre Etipetete, ihr Luxusviertel, ihre Luxusviertelsituation, dass sie nicht nochmal mit dem Bus hier die ganze Strecke tuckern. Und bei den Zwergkaninchen ist es ebenfalls jetzt so, wir haben wie vorher
die eine Linie für das, für die Höhlen, eine für die Minen, beziehungsweise zwei jeweils. Und die sind beide nach hier oben angebunden, oder alle vier nach hier oben angebunden. Das hier ist jetzt also unsere zentrale Umsteigestelle. Da müssen wir mal einfach gucken, ob sich das nicht irgendwann zu sehr hier überlädt. Das müssen wir einfach mal gucken, wenn ich dich zum Beispiel... Na, ist egal. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Oder ob mir hier die Straße explodiert. Da müssen wir mal nachgucken, dass wir die Straße anpassen. Ich würde dementsprechend auch hier unten kein Gewerbe mehr machen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, wo ich jetzt wieder anfange, mit euch zusammenzuspielen. Hier unten würde ich kein Gewerbe anbauen. Einfach, damit dort möglichst wenig alternativer Straßenverkehr ist. Ich kann ja diese Straße nicht aufwerten, weil wir für das Depot und auch für die Fernhaltestelle keine... Ach shit, wir müssten irgendwie auch die Fernhaltestelle nach da oben anbinden, ne? Können wir hier eine Straße vielleicht einfach nach oben bauen, dass die dort hochlaufen? Geht nicht wegen dem... Wegen der Schienen da, ne? Das sind ja die Schienen und... Da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Nee. Blöd. Ich weiß nicht, ob die so weit laufen. Weil dann fahren definitiv... Also dann ist die Ferienstation hier unten halt einfach kaum benutzt. Die Überlegung habe ich noch nicht geschlossen. Da war ich noch nicht weit genug am Überlegen. Was wir vielleicht machen könnten, ist, dass ich diese Schienenstrecke umbaue. Wenn ich jetzt hier... Kann ich... Nee, warte. Hier so, runter. So. Ich möchte erstmal nach da und dann... Dann können die dort hochlaufen. Ich weiß nicht, ob sie das tun. Ich hoffe es einfach mal, dass sie sozusagen hier rüberlaufen und dann nach da oben dackeln. Vielleicht wird das jetzt auch gleich die Straßensituation ein bisschen erleichtern, denn die Busse fahren da schon ziemlich komisch. Ich muss hier noch die Ampeln ausmachen. An den Verknüpfungsstellen. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Schienen dort jetzt hinkriegen. Was wir heute vorhaben. Was haben wir heute vor? Also ich wollte euch nochmal auf den neuesten Stand bringen, was ist hier passiert. Wir werden den Konrad-Adenauer-Flugplatz hier jetzt natürlich hinsetzen. Und dann wird... das Gebiet für die Löwenzahn. Für das Löwenzahngebiet, das werden wir heute bauen. Okay, dann werden wir es anders machen. Vielleicht. Hallo? Dann bauen wir das so. Weil, dann kann ich vielleicht hier runter. Ich probiere es mal. So, komme ich jetzt hier unter die... Nein, komme ich nicht. Okay. Kein Problem, kein Problem. Dann gehen wir einfach hier oben lang. Hier. Warte. Wir haben zu steil gearbeitet. Das muss hier flacher werden. So, dann können wir das jetzt nämlich direkt runterfahren in den Boden und dort an die andere Zugstrecke anschließen. Dann geht das auf. So. Also, das ist der Plan. Konrad-Adenauer-Flugplatz und die... Sieht nicht schön aus, aber selten. Löwenzahnecke, die wird heute kommen. Die wird heute kommen. Ich weiß auch schon genau wohin, und zwar bauen wir die hier hin. Hier oben habe ich mir jetzt überlegt, ist genügend Platz, so hoffe ich einfach mal. Hier passt es einfach nicht. Wir bauen da einfach noch ein paar Möhrchen hin oder ähnliches. Community-Herzen können wir da auch hinbauen oder andere Vorschläge. Die Grinsekatze passt hier, glaube ich, auch nicht hin. Hierfür, da ist auch nicht genügend Platz.
Und das hier ist zwar schon weit weg, wir müssten dann halt über diese Straßen hier das alles anbinden, das ist natürlich nicht so cool. Aber ich möchte, dadurch, dass wir ja einiges an den einzigartigen Gebäuden in das Löwenzahngebiet reinpacken wollen, wäre das blöd, wenn wir das sehr, sehr klein bauen. Gut, also jetzt der Flughafen. Der Ort ist bereits belegt, warte, wir müssen mal gucken. Der ist schweinegroß. So, passt der? Ich habe das genau ausgemessen, dass das hier genau reinpasst. Bäm. Das ist der Flughafen. Ist der riesig oder ist der riesig? Das ist jetzt der Korant... Hallo? Tastatur? Dankeschön. Adenauer? Flughafen. Der Korant Adenauer Flughafen. Das Gebiet hier wird dementsprechend genauso heißen. Nicht... Adenauer Flughafen. So. Koran Adenauer Flughafen. Sehr schön. Habe ich richtig geschrieben? Ich glaube schon. Jetzt müssen wir... Der ist riesig. Der ist richtig, richtig groß. Den müssen wir jetzt natürlich noch anschließen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie dran gekrepelt bekommen. So. Und. So. Vielleicht könnten wir das hinkriegen, dass wir... Nein! Ach, ist egal. Dass wir hier nicht mehrere Kreuzungen erzeugen, sondern dass eine Kreuzung ausreicht. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Vielleicht nicht ganz so weit. Ah, doch ein bisschen weiter müssen wir. Okay. Na, dann haben wir halt hier so einen komischen Bogen drin. Ist egal. So. Dann haben wir nur eine Kreuzung. Das ist das Ziel, dass wir halt nicht Unmengen an Kreuzungen erzeugen. So. Gott, ist der riesig. Vielleicht haben wir Glück. Oh, bitte lass das da genau reinpassen. Jawohl, das passt hier auch rein. Das einzige Problem, und das ist wirklich ein Problem, finde ich, ich habe das ja schon ausprobiert in meinem Solo-Spielstand, dass der... Anschluss, hier ist ja direkt ein U-Bahn-Anschluss, dass der dazu führt, dass die Leute, habe ich jedenfalls so die Erfahrung gemacht, entweder direkt alle in die U-Bahn strömen, wenn die angebunden ist, oder wenn sie nicht angebunden ist, keine fünf, also sie geht nicht aus diesem Gebiet heraus, weil die Strecke so groß ist, sie müssten jetzt hier bis runter, um bis da zu kommen. Und das ist halt echt weit. Und deswegen, ach, ich könnte auch das hier nach hier oben packen, das wäre vielleicht ein bisschen cooler. Hier dran kann ich es auch nicht packen, weil das ist alles so schön gebogen, das ist alles richtig schön gebogen. Warte mal, jetzt was natürlich... warte. Was passiert, wenn ich das abreiße? Kadafi, du hast es eben gerade alles gebaut und jetzt reißt du es wieder ab. Ja, ja, ich weiß. Und dann nehmen wir das. Passt du hier dran? Ach, du passt da dran. Das ist ja... Das ist ja unschön. Okay, dann könnten wir dich nach da setzen. Dann würden aber alle Busse nach dort fahren. Da würde es richtig... Das Problem ist, da würde halt richtig Stau dann entstehen, weil die alle dorthin fahren und sich dort stauen. Das möchte ich nicht. Deswegen hatte ich halt schon gerne die Hoffnung, dass wir das sozusagen irgendwie davor kriegen. Wir können auch hier keine Straßen anbauen. Also ich kann hier nicht sagen, ich baue eine Straße, die von dort abgeht irgendwie. Das funktioniert nicht, weil das alles das Flughafengebiet ist. Und... Was wir machen könnten, ist das hier, dass wir das... hier dran setzen, dann ist der Weg für die... Wir könnten das nach da setzen, dann müssten sie... Okay, pass auf, wir machen das jetzt wie folgt. Wir probieren das jetzt. Ich baue die Busse auf die einen Seite und die Monorail-Zug schieß mich tot Anschluss auf die andere Seite. Ich werde den U-Bahn-Anschluss nicht hier hinbauen und werde hoffen, dass sie diese 5 Meter gehen. Die Zeppelin-Haltestelle kriegen wir dort, glaube ich, nicht mehr unter... Geht sowieso nicht, weil das halt so schön halbrund ist. Das macht natürlich alles super. Das heißt, wir werden den an die Seite bauen. Und die Fähre wird definitiv nicht benutzt werden. So viel kann ich euch versprechen. Das wird einfach nicht passieren. Aus meinen Erfahrungen heraus. Das bedeutet, wir reißen diesen Kram hier alles wieder ab. Ja, das war auch Unsinn, ist egal. So. Das kommt weg. Das kommt weg. Hier, was bist denn du? Bist du was Besonderes? Hotel, Hotel. Können wir die Gebiete nicht mal alle entfernen? Oh, weg. Dann kommst du weg. Du und du.
Also, ich möchte, dass du hier angeschlossen bist. Wobei, wir machen das... Kriegen wir das hin, was ich sage? Ach, wir müssen erstmal... Ah, halt. Doch, wir müssten erstmal gucken, dass wir die Züge und sowas wieder angeschlossen bekommen. Also, das kommt weg. Das kommt weg. Das und das. Hier muss die U-Bahn. Ja, das sind alles Dinge, die hätte ich offscreen machen können, aber auch das war ja eine Sache, die habt ihr gesagt. Ihr findet, dass ich sowas auch gerne onscreen machen kann, weil es teilweise ja nun mal... Es ist nun mal das Spiel. Na, da kann man jetzt nicht sagen so... Ja, es wäre schon cooler ohne. Das ist natürlich schon... Aber dann wäre es ja einfach nur, ich zeige euch eine fertige Stadt. Und das wäre nicht... City Skylines. Der Ort ist bereits belegt. So... Es ist halt nicht City Skylines, wenn ich hier einfach eine fertige Stadt zeige. Was? Och nö, ist das wieder so eine Schiene, die sich jetzt hier... okay, da wollte ich einfach gucken, was sich passiert. Vielleicht ergänzt die sich hier automatisch denn dran. Ich glaube nicht so wirklich dran, aber man kann ja hoffen. Oder bist es du vielleicht? Bist du das vielleicht? Warte mal, wenn ich... Was wir machen könnten, ich kann es ja mal probieren. Wenn ich dich hier so lang ziehe, komme ich dann... Nee, das ist die... Das ist gar nicht die Strecke. Ist denn jetzt die andere U-Bahn-Strecke lang? Na, ist doch egal. So, jetzt müssen wir mal die Züge noch irgendwie dort rankriegen. Dafür nehmen wir dich. Und ziehen dich. Ich würde sagen, wir versuchen dich in den ersten Anschluss zu kriegen. Und dann nehmen wir dich... Nee, zweiter wäre besser. Dann können wir da nämlich... Will ich da überhaupt was hinbauen? Ich glaube nicht, dass ich da was hinbauen möchte. Das sind alles wieder, ne, da, überall, wo ich was hinbaue, entsteht Verkehr. Aber ich muss in den zweiten gehen, okay. Und Verkehr ist kacke. Fälle ist zu steil. So. Ah, dass das Gefälle zu, dass die Biegung zu steil. Warte, dann machen wir das anders. Wir bauen dich. Dich bauen wir nach dort. Ich werde nicht dort oben anschließen. Das werde ich nicht tun. Und jetzt könnten wir vielleicht von hier... Hier runter. Ja, können wir. Sehr gut. Und dann können wir nämlich hier entlang. Und direkt nach da. Jetzt wollen wir natürlich gucken, diese Haltestellen hier, dass ich die hier rüber bekomme. So, sehr schön. Damit haben wir die Züge wieder angeschlossen. Ich weiß aber, dass hier noch eine zweite U-Bahn-Linie lang fährt. Und das wurmt mich, dass ich die, dass die halt einfach verschwindet. Oh, warte mal. Hast du das? Sehr gut. Huh, ich hab's geschafft. Yes. Perfekt. Die sind angeschlossen wieder. Damit ist der Flughafen angeschlossen. Die Buslinien sind natürlich alle nicht angeschlossen. Das sind ganz viele. Also. Oh. Okay. Ja, warte. Da ist natürlich noch ein Problem. Die haben noch keine Straßenanschlüsse. Ja, wir machen heute ganz, ganz viel. Wie wir sehen, hat das Kaninchen große Töne. Spuckt mal wieder große Töne, die es nicht einhalten kann.
denn es gibt ganz, ganz viel zu korrigieren und anzupassen. Und an den neuesten Stand der Entwicklungen. So. Anzupassen. So, damit haben wir das. Jetzt können wir die Buslinien alle von hier unten nach dort oben packen. Eins. Zwei. Drei. Hä? Vier? Fünf? Ach, du fährst andersrum. Nee, hä, du bist da schon. Dann kann diese Haltestelle weg. Du ist noch da. Du bist auch noch da. Du bist da schon, dann kannst du weg. Ich verstehe nicht, wieso manche Sachen doppelt sind. Das verstehe ich nicht so ganz gerade, aber das liegt vermutlich einfach daran, dass ich hier schon so unglaublich viele... Du bist auch schon mal da irgendwo gewesen, scheinbar, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe dich zwar nicht wo genau, aber hey. Du bist da noch nicht gewesen, hä? Welche Linie ist das denn? Wenn ich das wüsste. Also, die Zwergkaninchenlinie ist schon oben. Okay. Dann diese ist auch oben. Du blinkst mir zwar nicht, aber das liegt vermutlich einfach an Schwarz. Du. Die trennte Linie ist nichts. Zähnchen. Das Zähnchen. Du. Wenn ich dich nach dort oben packe. Gut. Dann packen wir dich nach dort oben. Ah, haben wir alle. Okay, also das Zähnchen ist jetzt da. Genau, das Zähnchen 2 ist da. Gut, das muss. Die Kaninchenlinie ist angeschlossen. Die Industriekaninchenlinie ist angeschlossen. Die Industriekaninchen 1 Linie ist angeschlossen. Die Großkaninchenlinie 1a und 1b müssen angeschlossen sein. Sind Community Herzen nicht. Die Karottenlinie ist angeschlossen und die Meown-Base-Linie nicht. Gut, damit haben wir auch die. Jawoll! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt muss noch der Zeppelin. Der könnte nach hier an die Seite. Oder hier, nee, hier drüben nicht. Oder? Wir könnten ihn nach dort packen. Oder hier drüben. Ich habe das Gefühl, das hier ist ein bisschen passender. Ich hätte es ja gerne hier, aber das funktioniert leider pauschal nicht. Was gehen würde, wäre, dass ich... Nee, passt nicht. Definitiv nicht. So, dann kommt es nach da. Die Zeppelin-Linie wird dann umgebaut. Und zwar fliegt sie... What? Hä? Kein Bau auf Wasser möglich? Es ist ein fucking Zeppelin! So, damit hätten wir das. Jetzt müssen wir diesen Punkt noch nach dort machen. Sehr gut. Damit haben wir auch die Zeppeline wieder angeschlossen. Und auch wenn ich hier noch nicht so wirklich weiß, wie ich das hier vernünftig involviere, werden wir auch... Also das wird einfach nicht genutzt werden. Das ist das Problem. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre, dass ich für die Fähren... eine Art kleine Buslinie dorthin setze, die dann nochmal nach dort oben fährt. Das könnten wir machen. Also, dass ich eine Buslinie baue, die einfach nur hier unten anhält und dann dort oben alles ab. Ach komm, das machen wir einfach. Warum nicht? Als ob das jetzt so ein Problem ist. Also hier, dann fährt sie... Okay, fängt hier an. Fährt dann nach hier, nach dort. Wobei, komm, wir machen sie, wir lassen sie einfach
Theoretisch könnten wir sagen, dass sie einfach hier hält, hier reinfährt und wieder nach unten fährt. So, dann haben die zwei Leute, die mit der Fähre kommen, auch einen Anschluss. Also, damit hätten wir das. Jetzt müssen wir den Flughafen natürlich... wir müssen alles noch strommäßig anbinden, fällt mir gerade auf. Wie machen wir das jetzt? Und zwar... erstmal hier rüber. Hier runter. So. Damit hätten wir das. Wasser haben... hoffentlich... ich baue mal einfach zur Sicherheit nochmal hier hoch. So. Und damit haben wir das. Der Zug, der da steht, der wird hoffentlich gleich verschwinden. Er ist verschwunden, sehr gut. Ganz viele Passagiere, die da jetzt natürlich langströmen. Und jetzt kommen natürlich auch gleich hoffentlich ganz, ganz viele Passagiere. Mit dem Flugzeug. Apropos Flugzeug, wir müssen erstmal noch das hier auf den Flughafen erweitern. Yay! Unser Korand-Adenauer-Flughafen. Sehr schön. So. Dann hoffe ich, dass die auch ganz fleißig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und ankommende Passagiere vom Flughafen nicht, das haben sie nämlich im anderen Spielstand gerne gemacht, wenn man nicht diesen U-Bahnhof angeschlossen hat, sind sie hier sofort... Das habe ich vorhin angefangen zu erzählen und nicht beendet, ne? Ah, sorry. Die sind dann einfach hier in Autos gestiegen und weggefahren. Und das war kacke, weil dann hast du halt einfach diese kleine Straße, die du auch nicht aufwerten kannst, war einfach super bombardiert mit allem. Naja. Dann wollen wir aber natürlich noch ein bisschen Tourismus hier haben. Immerhin ist das ja unsere Tourismusgegend. So. So. Und hier. Hier auf der kleinen Straße wollen wir das nicht haben. Ich überlege, komm, dann machen wir auch hier unten. Dann sollen sie ruhig, jetzt wo wir die Bushaltestelle haben, sollen sie ruhig auch diese Strecke hier unten nutzen dürfen. Da kommt ein Zeppelin. Ja, Zeppelin. Komm mal, ein Flugzeug. Hey, Flugzeuge. Was haben wir hier oben für ein Problem? Krank und laut? Wieso ist denn hier das so laut? Wieso ist denn das so laut? Woran liegt denn die Lautstärke? Oh, das Stadion ist sehr, sehr laut. Okay, dann... werden wir intervenieren, indem wir hier einfach die Wohngebiete austauschen gegen Gewerbegebiete. Wenn es da so laut ist, dann wohnt da halt keiner, wa? So. Das wird dem anderen garantiert ein ähnliches... Ach nee, da haben wir kein Stadion. Okay. Komm mal, Flugzeuge, Flugzeuge. Ich will Flugzeuge sehen. Der Korand-Adenauer-Flughafen muss benutzt werden. Immerhin haben wir die ganze Folge dran gebaut, den zu erweitern. Von den ganzen Busse lang, sehr schön. Ich werde doch mal jetzt beobachten müssen, wie das jetzt ist mit den ganzen neuen Buslinien, ob das funktioniert, ob es mir jetzt irgendwo in den anderen Gebieten die öffentlichen Verkehrssysteme komplett nutzlos gestaltet hat. Also komplett zerreißt. Die Nützlichkeit davon. Mal Flughafen, ein Flugzeug auf dem Flughafen. Hier können 11 Flugzeuge landen oder so. Und jetzt landet keins. Ich fühle mich ein bisschen diskriminiert. Ein bisschen gemobbt von dem Spiel. Nicht diskriminiert, gemobbt. Manno, wo ist denn das Flugzeug? Flugzeuge, kommt. Da ist eins. Wo kommst du her? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Du... Ach, du startest von hier. Ah, Alter, die Bus... Oh, Kacke. Welche Buslinie ist das, die hier so eskaliert gerade? Großkaninchenlinie 1B?
das alles die Großkaninchenlinie 1B? Großkaninchenlinie 1B. Okay, du eskalierst ein bisschen. Könntest dich aber einpendeln und... Irgendeine, die ich dunkel gestaltet habe. Ich weiß gerade noch nicht, welche das ist. Welche habe ich denn noch dunkel gestaltet? Zwergkaninchen 1. Die unten? Nein, ich sehe nicht. Ach, warte mal. Torrand. Ne, die Flughafenlinie. Flughafenlinie. Ach, die blinken alle, aber das... Okay, ich hoffe einfach mal, dass sich das ein bisschen löst, dadurch, dass die erstmal jetzt die neue Strecke überhaupt kennenlernen müssen, alle dorthin fahren, um die die zeitlichen Einpendlungen erstmal zu haben. So, wir kriegen ganz viele Passagiere. Sehr, sehr schön. Da landen die Flugzeuge im Sekundentakt. Und da kommen die Leute. Und sie nutzen Autos. Ein paar nutzen Autos, was nicht ganz so schön ist. Einige laufen aber nach links und rechts zu den... Oh, die Bushaltestellen sind aber schon ein bisschen voll. Und hier gehen welche... Hier kommen sie natürlich nicht über die Straße. Das ist auch wieder so ein Problem. Es gibt keine Möglichkeit, eine Straßenüberquerung zu bauen. Sie müssen halt hier diesen ganzen Weg hier rüberlaufen. Ist ein bisschen unschön. Alter, jetzt ist aber richtig was los hier. Alter, Alter, Alter. Jetzt ist aber richtig Spaß. Ich habe übrigens herausgefunden, wie man diese Tiefenunschärfe ausmacht, diese, wenn es ganz nah ist. Wie ihr seht, ich kann jetzt ganz nah ranzoomen und es unscharf wird. Ja. Alter, ist das voll. Es endet nicht! Es kommt ein endloser Strom an Passagieren daraus! Oh Gott, die Straße ist rappelvoll. Ach, du Kacke. Die Busse stehen auch alle an. Bis hier unten hin. Weil du nicht losfährst. Warum fährst denn du nicht los? Achso, jetzt fährst du los. Jetzt kommt aber gleich der nächste. Und schon stehen sie wieder an. Einer kann weiterfahren. Und ein, zwei Leute aufnehmen. Aber die Leute, die hier stehen, können nicht losfahren. Warum stehen die so lange? Ich glaube, das Problem ist, dass hier einfach zu viel... Ich glaube, das muss ich aber einpendeln. Guck mal, wie viele große Lücken da sind. Das muss ich erst einpendeln. Diese Lücke muss noch geschlossen werden hier, wenn die Busse alle dort abfahren. Ich denke, das regelt sich einfach mit der Zeit. So hoffe ich. Ach, du Schande, ist das voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 600 Leute. 8 bediente Passagiere. Ich kann mir ungefähr vorstellen, warum, wenn ich mir das hier angucke. Ach, guck mal, jetzt hat sich das ein bisschen hier aufgelöst, weil jetzt alle Busse an ihre Position kommen. Naja, oder auch nicht. Kurzfristig schon und dann staus mal wieder. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Wir haben hier diese Stelle, wo sie... Das nutzen sie auch. Sie gehen von einer Haltestelle zur anderen. Das freut mich. Das ist sehr schön. Natürlich gehen einige auch zum Flughafen. So soll es sein. Die steigen einfach um. Die steigen alle um. Wie cool. Es funktioniert. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Sie steigen um von einer Buslinie zur anderen. Ich würde diese Strecke einfach gerne zweispurig haben und nicht einspurig. Das stört. Aber es geht leider nicht. Wenn ich es aber zu weit weg baue, wenn ich sage, ich baue das hier vielleicht auf eine außenliegende Straße, dass ich das hier verbinde und dann hier unten dran setze. Dann müssten sie aber alle hier rumlaufen, was sie aber jetzt ja auch schon tun. Wobei, ich weiß nicht, ob das zählt.
Wir müssen das mal beobachten. Pass auf, wir beobachten das. Die Folge ist eh schon wieder 5 Minuten zu lang. Wir beobachten das hier. Wir haben heute genug Zeit damit verbracht. Wir wollten das Löwenzahngebiet noch bauen. Der Konrad-Adenauer-Flughafen läuft. Er wird fleißig verwendet. Ganz, ganz fleißig. 500 Touristen. Wow. Alter Schwede. Und wir werden... Puh, wow, 400 Leute. Ach du Kacke. Wir werden beobachten, wie das hier läuft. Falls das zu lange so bleibt, wie es jetzt ist, werde ich versuchen, mal zu gucken, wenn ich hier eine gerade Straße mit 3 Spuren lang baue, dass diese beiden Gebäude dann hier unten dran sind und die Leute hier rumlaufen müssen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden es beobachten. Aber für heute sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.